mit denselben 11 Spielern wie in der ersten Hälfte zurückgekommen aus den Kabinen. Ob sich spielerisch etwas ändert, das wird man in Kürze sehen. Die Austria muss jetzt natürlich mehr Risiko gehen, um hier zumindest mal einen Punkt noch aus Salzburg entführen zu können. Leonardo, faul am Brasilianer von Zlatko Junuzovic. Distanz gut. 30 Meter. Boden natürlich etwas glitschig aufgrund der Luftfeuchtigkeit und des kalten Wetters. Also mit einem Aufsitzer könnte man hier Heinz Lindner im Tor der Wiener Austria durchaus Probleme bereiten. Am Ball Janča, der diesen Freistoß auch ausführen wird. Und er probiert es mit einem Aufsitzer, wie vorausgesagt. Und die Probleme für Heinz Lindner waren auch da. Erste gute Aktion in dieser zweiten Hälfte. Natürlich von und mit Jakob Janča. Parasit, Alexander Gorgon, Lindl. Parasit fordert den Ball noch einmal, bekommt ihn auch. Ja, da hat er dann zu viel gewollt. Das Ganze endet in einem Freistoß und einer Unterbrechung. Und die nützt Austria-Trainer Karl Daxbacher, um Alexander Gorgon vom Feld und Roland Linz auf das Feld zu bringen. Also die von Frankie Schinkels in der Pause geforderten Wechsel kommen jetzt zumindest ansatzweise, nämlich zumindest mit dem ersten. Roland Linz jetzt auf jeden Fall mal drinnen. Und übernimmt natürlich dann auch gleich die Kapitänsschleife, denn Kapitän ist er ja, egal ob ihn Karl Daxbacher in der Startaufstellung hat oder nicht. Aber sobald er am Feld ist, repräsentiert er als Kapitän die Wiener Austria. Offensivfoul von Thomas Jun, der hier mit gestrecktem Bein und dann auch noch gegen den Kopf von Hierländer vorgeht. Roland Linz und wird da gleich gefoult von Douglas da Silva. Ja, der hat da mit den Armen ordentlich mitgeholfen. Glück, dass Schiedsrichter Trachter das nicht gesehen hat, sonst hätte es hier auch Geld für den Brasilianer gegeben. Und jetzt gibt es aber sicherlich eine gelbe Karte, zumindest eine, denn Florian Klein hat hier Gonzalo Sarate ordentlich erwischt ohne Ball und es gibt sogar Rot. Ja, war ein Tackle nur gegen den Mann. Mit Dunkelgelb hätte er sich nicht beschweren dürfen und das Team von Karl Daxbacher ab der 59. Minute somit nur mehr zu 10, was die Ausgangslage nicht leichter macht. So schauen wir es uns an. Ja, kommt hier mit vollem Karacho, geht nur gegen die Beine von Sarate.
diese Entscheidung absolut in Ordnung. Das ist gesundheitsgefährdend. Da riskiert man eine schwere Verletzung des Gegenspielers. Und somit diese rote Karte für Klein vollkommen berechtigt. Da haben wir Emir Dilawar. Ja, letzte Woche bei diesem 5:1, dieser 5:1 Niederlage gegen Sturm Graz mit dabei, hat er gemeinsam mit Manuel Wallner die Innenverteidigung gebildet. Jetzt Platz. Leonardo. Guter Schuss und da ist das 2:0. Ja, wenn er allein gelassen wird, dann kann er seine genialen Aktionen dann auch ausleben. Applaus von Trainer Ricardo Moniz. 66. Minute. Die Hausherren gehen mit 2:0 durch Leonardo in Führung. Ja, der Geschlagene war zwar noch dran, aber der Ball war platziert und scharf geschossen. Kann man Heinz Lindner keinen Vorwurf machen. So, Meierhofer mit der Weitergabe. Und plötzlich ist Leonardo da am 16er frei. Hat die Zeit, nimmt sie sich, nützt sie. Obwohl gar nicht so platziert geschossen, aber scharf war er. Und Heinz Lindner dann im Endeffekt mit Pech nicht mehr ganz richtig dran. Sei es drum, zweites Saisontor. Und ein weiterer Assistpunkt für Jakob Jantscher, der damit unterstreicht, wie wichtig er in den letzten Wochen für das Spiel der Salzburger ist. Das viel strapazierte Wort Weihnachtswunder möchte ich jetzt gar nicht verwenden. Aber die Gäste aus Wien benötigen ein solches jetzt in den letzten gut 25 Minuten mit 2 Toren im Rückstand und einem Mann weniger. Das könnte schwierig werden. Parasit, Linz, der eingewechselte Dilawar. Guter Haken, noch immer Dilawar und hat da Linz gesucht. Gute Aktion der Wiener Austria durch den eingewechselten Emir Dilawar, der hier sogar schießen hätte können, aber dann doch noch den Pass zu Roland Linz gesucht hat. Schussbahn wäre frei gewesen. Gut aufgepasst auf jeden Fall von Torhüter Walker. Ja, Sarate hat sich da etwas wehgetan, als er hier überspielt wurde von Dilawar. Kontakt hat es da aber keinen gegeben, dürfte auf einem Grashalm hier hängen geblieben sein. Sarate hier, Länder fast am Ball, war da ein Handspiel von Douglas dabei, Spiel geht aber weiter und Eckball. Ich glaube aber, dass da der Brasilianer beim ersten Handspiel auf ihn ein bisschen mit der Hand mitgeholfen hat. Entscheidung steht aber, es gibt Eckball. Wieder gut angetragener Kopfball von Stefan Hirländer, der immer länger wurde, und erneute gute Parade von Lindner. Im 100. Bundesligaspiel, nämlich Michael Lindner. Grünwald, da ist ein Ball. Linz und der stand dann im Abseits.
noch einmal. Hier noch alles in Ordnung, dann die Kopfballabwehr und der Schussversuch, der dann als Pass geendet hat auf Linz, und der steht eindeutig im Abseits. Trotzdem unkonzentriert dürfen die Salzburger natürlich nicht agieren. Linz, Grünwald, wieder Linz, die Chance für Roland Linz, der schießt auch, kommt zum Schuss. Walke hält. Ja, da haben jetzt plötzlich zwei Austrianer die ganze Viererverteidigung der Salzburger geärgert. Und Roland Linz kommt tatsächlich noch zu einer Chance. Hier nochmals, gutes Zusammenspiel zwischen Grünwald und Roland Linz. Und der macht dann auch alles richtig, kommt wirklich zum Schuss, aber Alexander Walke verhindert diese Chance, denn das hätte dann noch einmal Brisanz in diese Partie gebracht. So können wir nur eine gelbe Karte vermelden für Slatko Junusovic nach einem Foul an Leonardo. Und 90 Minuten in dieser Sekunde vorbei. Es kommen noch weitere 180 hinzu. 3 Minuten Nachspielzeit im letzten Spiel im Herbst 2011 der österreichischen Bundesliga. Leitgeb. Svento noch einmal Leitgeb. Das muss es sein. Nein, drüber. Er kann es selbst nicht glauben. Zuerst dieser versuchte Heber, kommt hier dann doch noch einmal an den Ball. Dusan Svento spielt sofort zurück und da ist das Tor eigentlich leer, denn Heinz Littner liegt schon am Boden. Verkürzt hier natürlich den Winkel, ist aber schon unterwegs. Und da war alles frei. Möglicherweise nach folgenden Weihnachtsfeier das eine oder andere Getränk kosten, dem Christoph Leitgeb. Und da ist aber doch noch ein Tor. Begonnen hat es nach einer Flanke von Sarate auf Meierhofer knapp vor der Pause. Knapp vor dem Schluss wiederholt sich diese Szene. Sarate auf Meierhofer und der hat noch ein Tor im Geschenkesack. Treffer Nummer 9 für Meierhofer und damit 3:0 für Salzburg. Sarate kann wiederum, wie beim 1:0, vollkommen fly flanken. Und Stefan Meierhofer braucht da nur mehr einnicken und Kopfball spielen, das kann er natürlich. Jetzt tut auch Trainer Moniz etwas für die Punkteprämie der Spieler, denn es gibt einen Dreifachwechsel. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wer da alle hinausgegangen ist. Auf jeden Fall Zweifach-Torschütze Stefan Meierhofer ist draußen. Ich sehe Roman Wallner auf dem Feld. Ich sehe Daniel Offenbacher auf dem Feld. Also da wird noch einmal heftig rotiert. Spiel natürlich längst entschieden. Aber auf dem offiziellen Spielbogen steht dann halt noch einmal der Name. Und auch Simon Jommer mit dabei. Also jetzt haben wir die drei Neuen. Jommer, Offenbacher und Wallner waren auch dabei bei diesem 3:0-Sieg. Zumindest bei den letzten Sekunden dieses Spiels. Obwohl, glaube ich, keiner von ihnen wirklich am Ball war. Egal. 3:0 ist es also ausgegangen, dieses letzte Spiel. Er, der Mann des Spiels mit 2 Toren. Dem wichtigen zum 1:0 knapp vor der Pause. Und dann noch mit der Obertüre, mit dem 3:0 knapp vor dem Ende in der Überspielzeit der zweiten Spielhälfte.